Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Weiter geht's mit dem Aufräumen der Stadt. Wir sind ja immer noch hier bei diesen NCPD-Aufträgen. Ich weiß eigentlich, dass ja die eben manchmal nicht wirklich lukrativ sind oder irgendwie uns einen Mehrwert geben. Aber trotzdem sind es halt immer noch kleinere Geschichten, die vielleicht doch manchmal was Spannendes zu erzählen haben. Suspected organized crime activity observed in the region of Goldsmith Street. Scavenger presence reported, led by one Barry Alkin, wanted on charges of first degree murder and illegal trade in cyberware. NC authorities offering payment for neutralizing Alkin and his accomplices. Okay, einfach neutralisieren. Auch wenn die eigentlich keinen Mehrwert geben, abgesehen von Money. Dass wir mit Waffen verdienen. Und anderen Stuff, den wir hier mitnehmen können. Möchte ich doch die trotzdem mitnehmen. Und appreciaten, dass es so viele davon gibt. Weil das wahrscheinlich die wenigsten machen. Schätze ich mal. Weil es eben so viele sind. Die reden russisch. Interesting. Perfekt. Okay, mindestens einer lebt noch. Vielleicht gleich nicht mehr. Ein Gespräch. Where to go, Bliot? Zwischen Barry und Chen. Hey Kleine, wie wär's mit einem hübschen Burrito-Dinner, nur wir beide? Okay, aber nicht im El Burrito, der Laden ist ekelhaft. Wie wär's mit Patties Patties? Sojaburger? Igitt, nein danke. Dann vielleicht Golden Duck? Nicht wirklich Lust auf Chinesisch. Meine Fresse, dann such du halt ein verdammtes Restaurant aus! Thank you.
Lukas Netzwerk alles ausschalten. Nachrichten. Ich brauche Ihre Hilfe. Spam-E-Mail. Alter, den hat es schön zerlegt. Komm, friss noch eine Granate da oben. Da geht's hoch. Ja, ansonsten haben wir vorerst, glaube ich, hier alles. Irgendwo muss ja noch die wichtige Nachricht sein, die wir eigentlich mitnehmen müssen. Ah, schön. Vielleicht da hier oben. Oder war's das schon? Okay, nee, das war's. Geht's gleich weiter zum nächsten Auftrag. Der ist da unten. Ah, da ist noch eine Kiste. Die habe ich übersehen. Dringende Nachricht von Barry Olken. Ne, an Barry Olken. Barry, lies dir das hier genau durch. Oder wenn du ein Hirnamputierter Analphabet bist, was ich mittlerweile für ziemlich wahrscheinlich halte, lass es dir vorlesen. Wie oft muss ich dir dieselbe Scheiße denn noch sagen? Benutzt Ausrüstung von mir nicht in Mission gegen Trauma. Warum nicht? Genau, weil Trauma dann die Leichen deiner Chooms untersucht und sich fragt, warum die Implantate haben, die exklusiv für Traumateam hergestellt werden. Im Gegensatz zu euch unfähigen Hirnlosen mit S-Kief abgeschossenen Junkie-Ratten haben unsere anderen Abnehmer ein paar Gehirnzellen, die sie gelegentlich sogar benutzen. Noch so eine Aktion und dann wird klar, dass ich euch mit Tech versorge. Also überlegt euch genau, mit wem ihr euch wann anlegt und was die bei euch finden werden. Money. Spannend. Dann haben die hier also mit Trauma-Team-Ausrüstung wahrscheinlich irgendwelche Überfälle gemacht oder sonst was und ja, möglicherweise würde das dann zu Money weitergeführt werden. Ich habe was falsch gedrückt. Wäre gut, wenn man vielleicht ein bisschen aufpassen würde, was ich so mache. Das hat auch nichts gebracht. So, dann halt so. Deshalb auch die ganzen Traumateam-Kisten hier. Und dann geht's gleich weiter zum nächsten. Okay, was ist da passiert? Wahrscheinlich wieder einfach irgendein Bandenkrieg. Und da steckt ein Auto im Boden. Okay. Dann halt so.
halt wirklich schlecht geschossen von mir. Waren da noch mehr Leute? Naja. Sehr schön. Ein Gespräch zwischen Kapitän und Mike. Paket wartet auf Abholung, nicht ganz an der üblichen Stelle. Nicht ganz? Wo dann, verdammt? Hoher Seegang, hab es nicht an Land geschafft, muss improvisieren, ich hab es am Ende der Müllkippe abgelegt. Na geil, weißt du, wie krass die Strömung da ist? Wenn ich in die Richtung schwimme, schmeißt es mich gegen die Klippen. Warte einfach auf eine klare Nacht und gutes Wetter. Geht schon gut. Toll, danke für den guten Rat. Davon erfährt der Boss aber, du Wichsgesicht. Mach dir lieber Sorgen, was der Boss macht, wenn du die Waren nicht rechtzeitig lieferst. Also hör auf zu heulen und fang an zu planen. Paketcode ist 2328. Koordinaten im Anhang. Gib dich den gefährlichen Koordinaten. Also, beziehungsweise gefährlichen Sog. Das ist weit, 800 Meter. Wir brauchen kurz ein Auto. Oder ein Motorrad geht auch. Mal schauen, was das für Ware ist. Hoffentlich etwas, was wir gebrauchen können. Zum Beispiel Geld. Oh shit! Okay. Hat gereicht. Zum gefährlichen Sog. Naja, wahrscheinlich ist es nicht so gefährlich. Wie der Typ da gesagt hat. Die Unterwasserwelt von Cyberpunk ist auch irgendwie ziemlich crazy. Es ist offensichtlich wahrscheinlich viele. Okay, ist doch gefährlich. Viele Sachen gibt, die man finden kann. Okay, Item-Komponente sage ich nicht nein dazu. Sehr schön. Verbrechensmeldung, gefährliches Sog abgeschlossen. Und das ein Boot. Haben wir das auch? Ja, jetzt sind wir ein bisschen woanders. Da könnten wir die zwei Aufträge auch noch machen, die zwei. Auftragskiller und sabotiere das Ziel hier. Ich glaube, wir fahren kurz dorthin und machen dann diese Aufträge auch noch.
erzählt er eigentlich die ganze Zeit im Radio? Schon besser. Kommt dann noch nicht ein Okay, wir hauen doch ab. Jetzt haben wir wieder das Problem mit den Cops. Uns ganz kurz hier verstecken, sorry. Alright, Sabotage. Beds Mainware hochladen. Mehr Gebäude HL. Bad hat sich bei mir gemeldet, mag kurze Nicknames und simple Aufträge, also erspare ich dir das übliche fixe Gelaber und komme gleich zum Punkt. Bads Mailware hängt an dieser Nachricht. Du musst sie herunterladen, vorsichtig gefährlich, und sie dann ins Subnet vom Megagebäude HL hochladen. Kein Spiel, oder? Tja, leider nicht, denn dort wimmelt es von Tigers. Bads Plan besteht darin, irgendein Arasaka-Subnet anzugreifen und das HL als Ablenkung zu benutzen. Clever, oder? Anstatt zu Bats echtem Aufenthaltsort werden alle Spuren zu diesem Megablock führen. Übrigens, unser Netrunner hat den Aufzug schon gehackt. Du solltest also problemlos zum Server kommen. Okay. Autsch. So, da brennt was. Perfekt. Alarm. Warnung, Tigerclaws unterwegs zum Gebäude. Geht in eure Wohnungen, verbarrikadiert die Türen. Ich verriegele die Tore und blockiere die Notausgänge. War es der Sicherheitschef? Sorry, dass du sterben musstest, tut mir leid. Hm.
Ja, manchmal schon. Hideto und Akari. Hey, ich weiß, wer geredet hat. Wer gesagt hat, dass ihr im Gebäude sein würdet. Wer? Mädel, ich bin vielleicht dumm, aber so dumm auch wieder nicht. Erst die Eddies, dann gibt es die Infos. Hör zu, du Pissmelke. Ich zähl bis 5, bis dahin sagst du mir den Namen. Sonst schiebe ich dir deine Eier so tief ins Arschloch, dass du dann erstickst. 1, 2, 3. Martin Lawrence heißt der Schuh. Ist ne Techie hier, meinte alles, sollen sich verstecken. Na also, geht doch. Okay, den haben wir gerade gefunden, Martin Lawrence. Das war wohl der Typ da oben. Dann mal schauen. Nee, Gebäude H11. Ich glaube, wir waren hier noch nie. Last time I checked, server's out, not there. Server out? N54 News. Hello, Night City. I'm Jillian Jordan with N54 News, and this is your local latest. The NCPD has urged caution when using data terms. A routine inspection has shown many have been corrupted with malware. Police experts have confirmed the identified virus can lead to cyberware failure and, in extreme cases, even death. In response to increased gang activity, the mayor's office has raised the public threat level to red. Residents of Arroyo and Watson are advised not to leave their homes after dark and always ensure easy access to protective firearms. Schools and hospitals have been closed until further notice. What's next for Pacifica? The district, formerly designed as an oasis of luxury, has become a den for violent gangs and drug addicts. Kang Tao recently expressed interest in the purchase of Pacifica property with the aim of constructing a new server and logistics center. The city government has openly considered selling the land for a single euro dollar in a symbolic gesture. Provided that Kang Tao demonstrates commitment to eradicating the district's criminal presence. Today's final story is an unwelcome one for pet owners. The canine ownership tax will increase to 1,000 euro dollars per dog per month. Similarly, the fine for possessing an undocumented animal will increase to 40,000 euro dollars. Thank you for tuning in to M54 Local News. Have a pleasant day. $1,000 pro Monat. Im Besitz von Hunden. Gar nix. Ich sehe echt gar nichts hier. Das nur 4 Leute. Huh? Fuck, just don't touch it. Toro was supposed to secure it.
Sieht fast so aus, als ob es nur vier Leute sind. Wir können das leise machen. Wirklich, du bist fertig. Doch, ich darf immer leben. Es ist echt dunkel. Ich sehe so gut wie gar nichts. Come out! Let's solve this like warriors! You coward! Du verdienst es nicht zu leben. Nicht ich. Ein Hoch auf diese Mod. Meristock Paradox. Meristock Paradox. Wer versteckt sich hinter dieser verzerrten Maske? Es ist wenig erstaunlich, dass Doc Paradox selbst dieses Geheimnis nicht lüftet. Schließlich verstößt er gegen das Gesetz. Also muss er seine Identität verbergen. Wenn er jemals auch nur die harmloseste Information über sich verraten würde, stünden weniger als eine Minute später schon die Netwatch-Agenten vor seiner Tür. Aber denkt doch mal darüber nach. Denkt nach, welche Art Mensch könnte sich erfolgreich über Jahre hinweg vor den mächtigsten Konzernen der Welt verstecken? Wer könnte sich in verschlüsselte TV-Kanäle hacken? Wer könnte hochsensible Konzerngeheimnisse preisgeben? Die Antwort ist ganz offensichtlich. Doc Paradox ist einer von ihnen. Er ist eine Marionette, die vom Establishment kontrolliert wird. Warum? Vielleicht fachen die Konzerne unsere Wut und unsere Frustration gerne auf so eine sichere, kontrollierte Weise an, über einen Rebellen, der niemals so weit gehen wird, so einen bewaffneten Aufstand aufzurufen. Vielleicht benutzen sie ihn, um Fakten zu verbreiten, die der Konkurrenz schaden. Vielleicht handelt es sich auch bloß um eine Marketingkampagne und in 2 Monaten bringt Avante eine neue Doc Paradox Kollektion raus, damit wir unsere Unzufriedenheit als Modestatement tragen können. All das wird sich zeigen, aber um Himmels Willen glaubt bloß nichts von dem, was dieser Schwindler uns erzählt. Naja, vielleicht ist es ja ein Whistleblower. Der innerhalb der Konzerne arbeitet.
und jetzt alles preisgeben möchte. Wer weiß. Hätten wir uns hier reinschleichen sollen? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Naja, selbst wenn. Der Auftrag ist erledigt, das ist alles, was zählt. Drei Nachrichten. Ein Glitter von Yaki Hakida an Tatsuya Itake. Habe euch noch eine Ladung Glitter geschickt. Sobald sie ankommt, verteilt ihr sie unter den Dealern. Kein Bescheißen und Abzwacken. Wir haben alles kalkuliert und sorgt dafür, dass diese Kids euch nicht zu nahe kommen. Die kleinen Scheiße werden immer einfallsreicher. Wir kümmern uns um alles, wie von dir verlangt. Keine Sorge. Von Yuri Shakuan Tatsuya Takai. Geduld ist eine Tugend. Okay, Jungs, ihr müsst noch eine Weile die Stellung halten. Gura meinte, der Serverraum ist wichtig. Also bewacht ihr ihn und lasst niemanden rein. Mehr gibt es nicht zu sagen. Gura kennen wir doch schon. Von Takemura, das war ja sein Kumpel. Spannend, spannend. Aber irgendwie kannte man noch da hoch. Ja, mehr gibt's hier nicht. Kommt man da hoch? Von da drüben. Und da kommt man wie hin? Offensichtlich nicht hier lang. Wo war jetzt die Tür mit dem... mit der Treppe. Naja. Vielleicht hier. Ich dachte mir schon, hier oben gibt es bestimmt noch was. Das war der Raum, hier ist die Treppe. Nach oben. Ach so. Kommt man einfach wieder zurück. Dann wieder raus. Und so tun, als nichts gewesen wäre. Which means I'm happy, which means you get your Eddies and everyone's happy. Contract closed. Thanks, V. Perfekt. Vielen Dank. Und dann würde ich sagen, war's das wieder mit dieser Folge von Cyberpunk 2077. Haut rein, Jungs. Bis zum nächsten Mal. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else.
Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.